Jo, und da ist der Gusor wieder und ich bin wieder gegen mein Mikrofon gestolpert, aber scheißegal. Ja, endlich der, ich glaube Clash Games. Yay, es wurde, es wurde auf den Golem geboten. Ja, wie gesagt, die es noch nicht mitgekriegt haben, bei eBay wird der Golem verkauft. Mit Widmung von mir, je nachdem, wie derjenige den haben möchte. Aber egal, da genug jetzt Werbung gemacht. Clash Games hat mir auf jeden Fall einen Golem gegeben. Und jetzt will ich damit hoffentlich den Cäsar zumindest mit 2 Sternen platt machen. Ich mache jetzt einfach einen Angriff. Ja, ich habe dabei und ich habe witzig. So, ja, ich will die CB locken und ich will hoffentlich richtig absahen. Mal gucken. Ja, ein paar Dinger kommen ja schon mal so. Jetzt macht es jetzt natürlich relativ cool hier. Ist natürlich für ihn a little bit fail, aber gut. So soll das halt sein. Ah, warum kommt die Hexe nicht? Ich bin der Meinung, er müsste noch eine kleine Witch dabei haben. Zack. Bombs. Na komm. Das war ja jetzt schon wieder sehr viel. So viel wollte ich eigentlich gar nicht rausballern. Bloß wie gesagt, dann, obwohl ich, die Witch ist noch drin. Egal, das ist jetzt vollkommen Banane, soll jetzt nicht weiter stören. Ich hau hier den Golem rein und dann ist das schon mal weg. So, zack, zack. Päckerchens hier rein und ich denke mal, die Mauerbrecher, das sollte auch klar gehen. Ja, und die Päcker auch, klar, hier, zack. Jetzt kurze Frage, wo sind die Mauerbrecher hin? Alter, was? Ich hab da, ja, wie gesagt, ist halt wieder so, kennt ihr selber, im CW geht alles anders, als man denkt. Nee, den Spell nehme ich noch nicht. Alter, was haltet ihr euch da auf, Jungs? Reißt hier richtig hier, da rein? Alter, das geht so daneben. Was ist denn mit den Helden los? Alter, ihr dürft gerne rein. Ja, die Barbaren springen rein. Na, herzlichen. Oh, ich hab auch meinen. Ah, jetzt setze ich den hier, dass mir der King so schnell nicht wegballert. Wäre natürlich geil, wenn die Queen noch schön im Heal wäre, aber dem ist halt nicht so. Ich hab den, glaube ich, nicht mal geraged. Ja, toll. Ah, kacke. Ah, Todessünde. Aber Townhall kriegen wir und wir, ja, okay, die Queen darf dafür auch draufgehen, ist scheißegal, nee, ach egal, komm, hier, brauchen wir ja nicht mal. Längst nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem freue ich mich natürlich, ich habe für den Clan einen Stern geholt, aber lief gar nicht so, wie ich es wollte, nicht ansatzweise. Wo bleibt der Sprung? Ja, das dachte ich auch. Ich nehme grad auf und schau's mir nochmal an. Ja, also wie gesagt, das war mir halt das Wichtige. Mir war klar, dass ich keinen 3-Star hinbekomme. Aber erstmal will ich wirklich jetzt mal gucken, was mit den Mauerbrechern war. Also im Nachhinein habe ich ja gesehen, da war dann doch irgendwie was an den Achtermauern kaputt. Ja, das hatte ich da raus. Also mit der CB rauslocken fand ich jetzt gar nicht so blöd, aber ich habe da zu viel Magier für verballern müssen. Muss ich im nächsten Mal irgendwie anders machen. So, jetzt Golem. So, die anderen Golems noch. So, genau, die Mauerbrecher darauf. Ah, okay. Also die haben's. Ey, ich hätte doch meine 5 Stück mitnehmen müssen. Hier, die Hexe, was die da macht, das ist Pillepalle, denke ich. Das ist nicht so der Hit. Und die wird auch gleich down gehen. Die wird da nicht, wer weiß, wie lange halten. Wenn die Magier sagen, ey, komm hier, ich möchte dich nicht dabei haben, dann ist die weg. Das ist gar nicht das Thema. Und wie gesagt, ich wollte halt den Jump nicht zu früh setzen. Aber es ist immer wieder so. CW und man schaltet das Gehirn
Aus. Es ist einfach aus. Okay, also ich hatte den King schon geraged. Okay, das war auch wichtig. Ja, hier, da sehen wir natürlich hier, da hätte sie jetzt schon springen können. Da hätte sie springen können. Ich meine, sie hat es auch so gerissen, aber sie hätte springen können. Und nein, sie springt nicht. Boah, da habe ich aber auch Glück gehabt. Ganz ehrlich, da habe ich Glück gehabt, dass die dann dort zu Hilfe gekommen ist, in Anführungsstrichen. Wegen den. Ja, okay, hier, die Päcker. Aber sind wir ehrlich, hätten wir doch auch nicht mehr geschafft. Also, ich meine, klar, da hatte ich noch ein paar Golems, da hatte ich noch ein paar Magier. Aber ganz ehrlich, den Rest der Base hätte ich nicht getackelt. Bitte ein Max-Golem. Ja, den kann ich dir nur nicht geben. Also, ich kann ja nur den Vierer. Aber immerhin, wie gesagt, ich freue mich natürlich wie Hans aus der Dose. Ja, und dann wäre ja theoretisch hier noch eventuell ein Three-Star. Aber wie gesagt, Lavalunien höre ich auf. Also, Lavalunien, das hat die letzten Male so erstklassig richtig übel verschissen, dass ich damit gar nicht mehr machen möchte. Dann wirklich go wipe und fertig. Okay, zwei Sternchen, also beziehungsweise einer ja, aber ihr wisst, was ich meine. Hier sind wir, glaube ich, eh gerade im CW. Da könnte ich auch noch mal kurz reingucken. Läuft bei uns, rennt eventuell sogar. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Da haben wir den Diamond 2000, der da als erster den zweiten gekillt hat. Aha, okay. Das hätte ich jetzt nun gar nicht so gedacht, aber cool. Riesen vorher und dann Golem hinterher. Ich meine, der Golem soll ja nicht so viel abkriegen. Ne? So, gucken wir mal. Ja, ich meine, wie gesagt, mit Town Hall 10 ist man dann ganz anders aufgestellt. Man hat halt einfach den Frost. Man kann halt mal sagen, gut, okay, komm, da hauen wir jetzt mal einen Frosty rauf und fertig. Ne, kuriose Aufstellung, würde ich sagen. Aber sie hat ja zum Erfolg geführt, auf jeden Fall. Aber echt kurios. Also jetzt zu sagen, gut, okay, ich mache jetzt hier so in Richtung Go Wipe, aber lass den Rest halt weg, hau nur wirklich Golems raus. Und dann nochmal komplett eine Aufstellung mit Loons und Lava-Hunden. Also wirklich komplett Lava-Loons. Weil Lunien ist es ja nicht, weil die Minions sind ja nun nicht dabei. Es ist natürlich auch so eine kuriose Sache. Ich jetzt meine, wirft man natürlich alles hin und sagt, gut, okay, friss oder stirb, hoffentlich kommen die Loons durch. So. Und wenn die halt nicht durchkommen, dann kommen die halt nicht durch. Aber war das nicht ein 100 dann? Habe ich das verpennt? Nee, dann war das nur ein heroischer. Weil ich dachte mir schon, wie? Aber die Aufteilung mit den heroischen Angriffen und sowas finde ich eh ein bisschen sehr komisch. Fakt ist, in Anführungsstrichen war es, sag ich jetzt mal, nur ein Stern. Ich weiß nicht, wie man sich dazu qualifiziert. Ist echt ein bisschen komisch. Verstehe ich nicht. Aber egal. Jetzt wollen wir aber mal die Verteidigung angucken. Die würde mich halt schon mal interessieren. Er hat Go Wipe am Start, der Gegner. Von wo geht er rein? Er hat sich auch sehr lange Zeit gelassen. Bis er dann angegriffen hat, geht er wirklich komplett von hier. Ich fixiere das jetzt hier einfach mal an. Nee, er hat irgendwo anders noch was gezeigt. Hier, da, von da kommt er jetzt. Okay. Warum?
Ich meine, hier mit dem Heiler, ich meine, man kann ihm ja jetzt nicht mal irgendwie sagen, wieso, weil momentan läuft es ja für ihn, weil der ja noch nicht gekillt wird und der ja hier schon relativ heilt, aber jetzt ist Ende, klar. Jetzt ist dann, so, gegen die Luftabwehr ist natürlich dann Sense. Ja, hier haben wir sogar noch die Magier. Genau, hier. Guck mal. Wir haben die Magier und die Golems greifen die Magier nicht so krass an, sage ich jetzt mal, dass da überhaupt was passieren würde. Von daher Sense. Ja. 49 ist ja leicht knapp. So ganz leicht. Ich glaube, der wird sich mal so ein bisschen dezent in seinen Hintern gebissen haben. Aber man darf ja auch mal Glück haben. So, Iron Man wurde von uns noch nicht. Diamant wurde aber vom Iron Man ordentlich auseinandergenommen. Aber auch komplett maxed. True. Aber das ist auch irgendwo komisch, oder? Also seine Truppen schon komplett gemaxed, aber Helden dann nur auf 10 und 8. Das sieht man so eigentlich auch nicht. Sensation, Sensation. Guckt euch das Video an. Ich würde mal sagen, der, genau, der Magierturm ist gleich down. Ja, gejumpt und dann fällt auch ganz schnell das Rathaus. Klar, dann, wenn da richtig Action ist und Rage im Spiel, dann geht da richtig was. Ganz klarer Fall. Ah, nee, so schnell wollte ich eigentlich gar nicht. Na, und dann halt noch. Ja, und zumal, das zieht sich noch. Das zieht sich noch. Alter, die Päcker sind auch noch voll da. Alter Verwalter. Also. Inferno geht noch down. Alter Schwede. So, das war's, wa? Yo. Alter, krass. Krasses Pferd. Übler Schild. Einfach nur lächerlich. Gucken wir mal, was David Gladius da raushaut. Ja, wir wollen mal nicht so viel hier. Alter, er wurde offiziell mal richtig gebumst. Aber ich hätte auch zuvor die Riesen genommen, sobald ich Riesen mit hab. Krass, Alter. Das denkt man bei der Base gar nicht. Da denkt man sich, naja, gut, ich meine, okay, du hast auch nur Vierer Troops, aber. Denkt man bei der Base gar nicht. Denkt man sich, ja, passt schon. Und dann kriegst du hier so die Ultrapackung. Und das ist eine richtige Ultrapackung. Da steht schon extra Ultra drauf. Ja, na ja, klar, logisch, da ist dein Ende. Da. Alter, Fail of the Day, würde ich sagen, oder? Oh, hier. Komm, your Clan Killer. Haut raus. So, gucken wir mal. Kennt ihr ja auch bestimmt. Your greift an. So, und jetzt sehen wir wieder
Ich will immer Pause drücken. Ich will immer Pause drücken und dann sagen, hier, guckt her, das und das. Ah, okay, CB geblitzt. Wobei ja auch nicht alles erwischt haben wird wegen Max Magian. Aber das sieht ganz gut aus. Golem lebt noch. Ja, genau, Golem lebt noch. Und was mit dem anderen? Der andere ist hier. Ja. Das ist immer wirklich dieses so, oh, CW, oh, dieses, oh, ich muss alles hinballern und ist ganz schlimm, ist ganz schlimm. Ja, jetzt hast du aber ein Problem, Your Clan Killer. Du hast noch den Blitzzauber, mit dem du natürlich jetzt nichts anfangen könntest. Jetzt hättest du natürlich schön ragen können noch. Also nicht nur den King, sondern komplett halt ragen. Und dann wären die Packers natürlich nochmal richtig abgegangen, weil so sieht das so aus. Die 50% kriegst du auch noch, kein Thema. Aber du wirst keine 100% bekommen. Obwohl du noch gut Zeit hast und wenn Teslas. Nee, glaube ich trotzdem nicht. Obwohl drei Packers reißen auch noch was. Aber das klappt nicht. Das glaube ich nicht, dass das klappt. Das. Ah, der Golem ist da. Da sind die auch noch beschäftigt. Nee, nee, glaube ich nicht. Ist nicht möglich. Aber immerhin, ich meine, immerhin tust da. Sind wir ehrlich. Das ist natürlich schon mal nice. Ja, da müssen viele Mütter überzeugt werden. Hashtag überzeugt eure Mütter. Sehr geil. Ja. Oh, hier geht das geht voll ab hier. Gut, dass ich gewechselt habe. Jetzt haben wir hier eine Verteidigung. Und da wollen wir natürlich hoffen. Geblitzt kann nichts werden. Er hat keinen Blitz. Und er scheint die auch nicht zu locken. Ich meine, wenn man das locken nennt, dann. Ja, da. So. Also. Ja, was soll ich dazu sagen? Dazu sag ich, lief nicht so, wie er es haben wollte, lief für uns gut. Fertig. Der Heal hätte hier auch nicht sein müssen, theoretisch. Aber gucken wir mal, wie das läuft. Wir haben immerhin eine 5er Queen gegen 10er King. Ich meine, der Magierturm fällt. Das ist klar. Gegen die Queen, da sieht ja kein Stich. Ich hoffe, dass der King ordentlich tankt hier. Kommt. Ja, gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der King macht seine Sache gut. Spring nicht irgendwo anders hin. Komm, ey, du hast das Rad. Ja, sehr geil. Sehr geil. Seht ihr das hier? Schön die Queen vom Rathaus weggelockt. Komm, bitte. Queen halte ich jetzt bitte mit irgendwas anderem auf, weil sonst. Ja, na, das wird ein Two-Star. Ein Two-Star wird es auf jeden Fall. Ja, klar. Wenn nicht sogar Three-Star. Weil jetzt ist nicht mehr viel, was da ist. Ja, das könnte sogar noch ein Three-Star werden. Man muss dazu bedenken, der zweite vom Gegner hat den vierten von uns angegriffen. Ist auch so eine Sache, aber das wird ein Three-Star. Weil da ist noch der Golem, der sich da noch komplett schön mit dem Deffen beschäftigt. Und wir haben hier noch einen Packer am Start, der richtig zuhauen kann. Ja, das ist ein Three-Star. Schade, schade, schade. Naja, das ist ein easy Three-Star sogar gewesen. Guck mal, was der noch über hat. Damit starten manche in den CW. Das ist echt krass, die Nudel. So. Da. Ich muss mich leider erstmal raushalten. Ja, deiner war drin. So, und das war's aber jetzt erstmal wieder, weil ihr wisst, die dürfen nicht zu lang werden. Alter, knappe Kiste, bitte schafft das, bitte schafft das. Und ihr haut rein. Ciao.